hi Max. Mal eben von mir ein kleines Video an dich persönlich. Der Chat mit dir war wirklich gestern witzig, muss ich sagen. Also der Livestream besser gesagt. Ja, auch natürlich alle anderen. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wie gerne würde ich euch alle mal kennenlernen wollen, ja. Also das ist echt der Hammer, ne? Also wie viel Spaß wir da immer so haben. Und ich denke, könnte eine lustige Runde werden, ja. Man muss halt mal gucken, ne? In Natura ist man ja doch etwas schüchterner oder so. Muss man irgendwas trinken. Träunen Hals, sorry. Ja. Also wenn, Max, denn, also wenn das alles klappt zum 5., wie wir uns das vorstellen, wir würden dann gerne herkommen, also gar keine Frage. Wir waren ja auch schon mal bei dir im Sommer diesen Jahres. Und ja, wir haben uns da wirklich sehr wohl gefühlt, also na, war schon cool. Und wir brauchen dringend neue Aufkleber. Geht gar nicht. Ja, nachdem wir leider unseren BMW abgeben mussten. Und ja, das war echt traurig. Aber dafür haben wir ein bisschen so eingestellt, wa? Die Spritzdüsen da vom Scheibenwischer. Naja. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein selteneres Fahrzeug, ein Suzuki Baleno EG, Baujahr 2000, Limo. Ja, selten, keine Ahnung warum, ja, zumindest hier in Deutschland selten. In anderen Ländern, für euch der mal USA, dürfte auch relativ selten sein. Und in Indien wurde der ja auch noch eine Weile gebaut, der Maruti Suzuki. Ja, das gleiche natürlich für Japan, ne? Ist klar, ist ein Japaner. Da fahren die auch noch massenhaft, auch als Streifenwagen, ja. Also wäre geil, den in die Richtung zu bringen, aber ja, ist gar nicht so einfach, da so eine Hurra-Tüte und alles zu bekommen, ne? Aus Japan, damit er nachher so aussieht, ne? Jo, aber was uns stört, nicht an dir oder an Gordon oder so, im Gegenteil, ihr seid voll geil, ja, oder auch überhaupt die Community, das ist schon echt Hammer. Das sind eigentlich nur die Spritpreise, ja. Die Fahrt, gut, mit mehreren Unterbrechungen schaffen wir das mit Sicherheit auch herzukommen. Wenn ich so überlege, irgendwann tut das Knie bei mir weh, die Füße tun weh, vom ständigen Gas halten, habe halt kein Tempomat drin. Ne? Das gab es bei dem hier nicht. Ne? Das war eher anderen so vorbehalten, sag ich mal. Aber sonst ist das schon geil. Ja, und nee, bei euch ist das echt wie im Autohimmel, ja. Und auch, wie gesagt, der Live-Chat, also das ist einfach mal geil, der Livestream. Also, ne, wenn ich da an, wie hieß der Urbex? Nee. Auf jeden Fall, du weißt, wen ich meine, ja. Wie dann da alle darüber gewandert sind und ihn da mehrere Gurken geschickt haben. Ja, aber er hat den Wink mit dem Zaunfall echt verstanden. Also, ne, Grüße gehen raus, auch an dieser Stelle. Ja. Und bleibt euch immer treu, echt. Ihr seid wirklich klasse. Ne? Ihr seid ein wirklich geiles Team. Also Gordon und du, ihr habt euch wirklich gefunden und ja, also wirklich gesucht und gefunden und das muss auch so bleiben. Echt super.
Ja. Also mit euch beiden, das ist schon geil. Ja. Wenn es am 5. jetzt nicht klappt, dann müssen wir gucken, dass es hoffentlich irgendwie im Frühjahr, Sommer wieder klappt, im kommenden Jahr. Also wir müssen definitiv nochmal herkommen, ne? Und ganz zum Schluss, Max, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Und dir nachträglich, Gordon, leider weiß man dein Geburtsdatum nicht, ne? Also, Cheerio, hau rein und bleib munter. Ja, und alles Gute, feier nicht so heftig. Thank you.